weg mit der Pest! Damit ich im Regen nach Hause gehen kann. Und dann habe ich mich verliebt in die Ladybug-Kleid. Ladybug, mein Ohr! Sollte man. Das habe ich schon die ganze Woche. Aber ich glaube, ich gehe gleich nach oben und fange erstmal an, die Schränke alle auszusortieren, was sie mitnehmen, was nicht, also bei den Kindern. Dann muss ich die ganze Schubladen leer machen. Badezimmer, unten Küche komplett, alle Schubladen leer machen. Wir bräuchten wohl noch ein paar Kartons, damit ich für Mama wieder alles reintun kann. Ja, das Problem ist, falls es irgendwas passieren sollte, dass das Visum doch nicht kommt. Und wir erst im übernächste Woche weg können, dass wir dann hier keine Möbel haben. Ja, deswegen. Die müsste heute die Antwort kriegen. Guten Morgen, Leute. Ihr könnt es hören, wir sind gerade voll am Plan. Wir haben nur noch weniger als 7 Tage. Wir müssen hier alles fertig kriegen. Wir müssen noch zum Notar. Wir müssen alle Schränke leer bekommen, alle Schubladen, die Klamotten nochmal ausmisten, die Koffer packen, ja, den ganzen Müll hier rausbringen. Schrott müssen wir noch holen. Die Flüge und die Unterkunft müssen gebucht werden. Ja, ich bin ja mal gespannt, ne? Ob wir das alles schaffen, aber ja, natürlich. Ah, wir müssen noch Passfotos machen. Habe ich ganz vergessen. Stimmt. Okay, das machen wir dann wahrscheinlich zu Ende der Woche, wenn wir hier im Haus alles fertig haben. Unsere Eltern kommen am Wochenende und holen dann die ganzen Möbel ab. Also meine Mama möchte das Sofa haben, das, den Fernseher, mein Crosstrainer. Dann die Heißluftfritteuse kriegt meine Schwester, den Staubsauger kriegt auch meine Schwester. Ja, und die ganzen Gabel, Teller und so, die werden alles an die Familie verteilt. Mein Bruder, der ist auch gerade in eine neue Wohnung gezogen, der bekommt dann das meiste. Ja. Ein Stück Aber wir frühstücken jetzt erstmal. Ich mache den Mädels gerade Frühstück. Wir haben auch gar nichts mehr im Kühlschrank. Der ganze Kühlschrank muss natürlich auch noch leergeräumt werden. Der Gefrierschrank muss, der muss alles aufgegessen werden. Der muss einmal sauber gemacht werden. Und den müssen wir dann auch noch verkaufen. Genau, wir müssen noch die restlichen Sachen verkaufen. Die Schränke, Betten, Roller muss noch verkauft werden. Da, unser Auto wird unser Freund verkaufen, wenn wir weg sind. Ja, das wird was. Das sage ich euch. Ich hoffe, wir schaffen alles zu verkaufen in diesen paar Tagen. Das muss ja auch noch alles abgeholt werden. Und wer bei eBay schon mal verkauft hat, weiß, dass sie nicht ganz zuverlässig sind, die Leute dort. Naja, wird schon gut gehen oder wird schon schief gehen, sagt man, ne? Das Frühstück fällt ein bisschen mager aus. Wie gesagt, wir haben fast gar nichts mehr. Es gibt einmal Möhrchen, Kohlrabi und dazu Eier. Hier, das muss alles weg. Ich würde am liebsten alles mitnehmen. Die Teller ja, kriegt mein Bruder, wie gesagt. Das muss alles weg. Ja, also hier muss alles leergeräumt werden. Also das meiste habe ich ja schon wirklich aussortiert, aber eben nicht alles. Das wird dann alles am Wochenende abgeholt. Und wir haben ja hier diese dicken, fetten Schubladen, 6 Stück davon. Und die sind komplett rappelvoll, obwohl ich die schon gefühlt 20, 30 Mal aussortiert habe. Sind die immer wieder voll geworden. Ja, hier ist so. Es sind alles nur noch so Krimskrams-Sachen drin. Das muss alles mit. Ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen muss oder nicht. Keine Ahnung, ob man... Ja, ist jetzt, wie gesagt, sehr unordentlich. Hier sind die ganzen Bastel- und Malsachen der Kinder drin. Ja, das sind auch so Krimskrams-Schubladen. Das ist unsere Apotheke, die kommt auf jeden Fall mit. Genau. Das sind auch so, ja, gucken wir mal, was wir mitnehmen, was nicht. Kinder, essen! Tablet auf und Essen kommen! Ja, ich muss kurz spielen. Was ist für Ende? Ja, okay, ausnahmsweise. Mit Tablet dürfen wir? Ja. Wir gehen jetzt nach oben. Da müssen wir die ganzen Schränke leerräumen. Also auch den Badezimmerschrank.
Alles, was wir mitnehmen an Shampoo, stellen wir in den Schrank, in die Ecke. Weißt du, was ich meine? Ja. Da ist jemand nicht so gut drauf. Nur geh hoch. So, jetzt werden die Koffer gepackt. Der freut sich. Geh hoch. Keiner. Arbeit macht frei, oder was? Diese Sachen müssen alle noch gebügelt werden, eingeräumt werden. Ja, und das räume ich jetzt alles raus. Wundert euch nicht, dass da so eine Binde hängt. Ich habe mal irgendwo gesehen, wenn man so Binden aufhängt und ein Parfüm drauf sprüht, dass der ganze Raum danach riecht, und das hat tatsächlich geklappt. Deswegen habe ich die da überall reingeklebt. Ja, mit den Winterjacken, Mann. Glaube nicht, dass wir die noch brauchen. Oder, ja, auf jeden Fall nicht so viele. Genau, und das werden wir jetzt alles komplett leer räumen, weil der Schrank wird Freitag abgeholt. Die Nordland-Sachen, die werden blaue Tonne reinschmeißen. Ja. Das ist das Einzige, was mir Spaß hier macht. Falsch! Warte! Seine Arbeitsklamotten. Weg mit der Pest! Ich freue mich noch mehr, weil ich das nie wieder bügeln muss. Das war das Allerschwerste, was für die ganzen Klamotten, die ich bügeln musste. Oh, Mann. Diese dicken, fetten Hosen. Oh, Mann. Stell dir vor, nie wieder die Pest. Boah, ich hab fast was weggeschmissen. Da hängen so viele Erinnerungen mit dran. Scheiße, die Erinnerung ist das nicht. Erstes Babyspauch-Shooting, du Arsch. Okay, das nehme ich auf jeden Fall mit. Du erinnerst mich, was du so dreckig, ja? Das sind ihre sexy Haare, ne? Falls sie denkt, dass sie solche lange hatte. Das wissen die alle. Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Was ist damit? Kinder haben bestimmt schon abgesaugt. Was ist damit? Ja, dann müssen das in die Fensterbank. Wenn die kaufen. Vorsicht, komm da nicht dran. Wo dran? An die Kamera, an den Bügel, an das Bügelbrett. Ich bin auch so blöd. Nur wer weiß. Ja. Was ist, mein Schatz? Ich hab das extra gemacht. Ich bin nur die Deutsche gefallen. Was machst du da? Hey, Frechter, sieh, Tablette greift. Ich bin beschäftigt. Die mit ihrem Gesicht immer, ne? Ja, ich war ja, ne? Oh mein Gott, das war mein Lieblingsshort. Oh, was ist mit unserem Pullover? Das musst du selber überlegen. Ja, Mann. Also wir wissen jetzt nicht, ob wir den Pullover mitnehmen sollen, weil da stecken ganz viele Erinnerungen dran. Weil... Oh, das ist eine längere Geschichte, ne? Er wollte mich nicht nach Hause fahren, als es geregnet hat, weil er Bier getrunken hat. Deswegen hat er mir einen Pullover gegeben, damit ich im Regen nach Hause gehen kann. Und dann habe ich mich verliebt in ihn. Nein, Spaß. Er hat mich vorher gefragt, ob er mich nach Hause bringen soll, aber ich habe Nein gesagt. Und danach war es zu spät, weil er getrunken hat. So, ich muss jetzt erstmal bügeln, damit ich einen besseren Überblick darüber habe, was wir mitnehmen und was wir hier lassen. Und Leute, ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig wird. Das sind einfach so Sachen wie zum Beispiel das hier. Das werde ich dort wahrscheinlich nicht mehr anziehen, aber... Oh, ich weiß nicht, es ist auch viel zu schade, das wegzutun. Mann. Und ich habe einfach schon so viele Sachen dort und ich... Mann. Ich bin echt gespannt, wie wir das in 4 Koffer reinkriegen wollen. Also das kriegen wir definitiv nicht hin mit dem Spielzeug. Ja, müssen wir wahrscheinlich auch viel mehr hier lassen, als wir wollen. Das ganze Playmobil wird wahrscheinlich nicht mit reinpassen. Aber ist auch schade, weil man so viel Geld einfach dafür ausgegeben hat. Und ich glaube, wenn man das nach Dubai schicken lässt, kostet das genauso, als wenn man einfach neues Spielzeug kauft. Naja, erstmal alles bügeln und dann gucke ich mal. Hey Finn, möchtest du gar nicht mit baden? Die haben jetzt alle gegessen, die Kinder haben richtig gut gegessen. Jetzt kommen beide in die Badewanne mit der Hoffnung, dass ich dann wenigstens eine Stunde Zeit habe, um zu bügeln. Ich habe gerade Walnüsse gegessen. Mein Mann ist gerade beim Training. Hilfe! Bitteschön!
Das muss auch gleich alles leergeräumt werden. Bitte erschreckt euch nicht. Es ist absolut dreckig hier. Na, mal schauen, was wir alles mitnehmen können. Und den Rest bekommen dann meine Nichten. Ich habe euch jetzt ganz vergessen mitzunehmen. Ich bin hier schon seit einer Stunde dabei. Habe auch schon fast alles fertig. Oh mein Gott, das sieht hier aus. Also das sind die Sachen, die wir mitnehmen. Ja, das packe ich gleich alles. Das sortiere ich gleich und dann packe ich das in die Kiste für meine Mama. Das bekommt dann vielleicht meine Nichte oder meine Mama schickt die Sachen sonst nach Kasachstan. Der Schrank ist auch schon fast leer. Da muss ich noch aussortieren, was wir mitnehmen, was wir nicht mitnehmen. Und hier habe ich schon alles leer geräumt. Genau, das kommt wahrscheinlich auch mit. Und hier unten haben wir noch Sachen. Achso, da ist auch fast gar nichts mehr drin, ein paar Kleider. Die Kinder sind schon seit über einer Stunde am Baden. Die haben da auch alles komplett nass gemacht. Das hier nehme ich mit. Nicht! Jürgen, tschu takoi, Kaul, 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 kaul! Ja, glaube ich, hier nach einer Stunde baden. Das kommt auch mit. Ja, aber wie sieht das denn aus? Ich muss sie doch gleich wickeln und so. Kannst du doch. Okay. Hol sie erstmal raus, bevor die ja, hier. Ja, wohin? Ich muss sie doch hinbringen. Auf den Boden in ein anderes Zimmer. Der ist auch voll. Da kann man noch was hier. Da kann man noch was pressen, oder was? Ja. So, das kommt auch mit. Oh Mann, Leute, ich kann mich einfach nicht von den Sachen dran. Ist auch voll das schöne Kleid. Wir haben einfach so hübsche Kleidchen. Okay, wir haben das dort. Der Schrank. Unser Ankleidezimmer ist auch soweit fertig. Ich muss jetzt gezwungenermaßen für heute aufhören. Ich habe nämlich richtige Rückenschmerzen gekriegt. Ich packe noch eben die Sachen hier aus. Die habe ich mal bei Shein bestellt. Die nehmen wir alle mit. Mit die süße Kleidchen. Und davon habe ich natürlich für beide Kinder immer dasselbe. Also immer im Doppelpack. Und davon habe ich so einige. So, die kommen natürlich mit. Ach, obwohl... Na nee, ich pack die aus. Dann habe ich noch sowas hier. Auch richtig süß. So ein Ladybug-Kleid. Ladybug, mein Ohr. Ja. Und dafür habe ich natürlich noch ein zweites. Und dann habe ich hier noch so eins. Ein Kätzchen. Und dann nochmal das Gleiche. Sie lieben das so, mit den gleichen Kleidern rumzulaufen. Und dann gibt es auch keinen Streit. Ganz viele Sonnenhüte. Einmal diese hier, dann einmal diese hier. Und die Kleine hat sich das hier ausgesucht. Da fehlt einer. Also ein Ohr liegt im Auto. Der leuchtet sogar. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben schon den nächsten Tag. Ich mache jetzt weiter mit dem Aussortieren bzw. mit Schränke leerräumen. Und ihr habt euch gewünscht, dass ich euch dabei mitnehme. Also werde ich euch auf jeden Fall jetzt ausführlicher mitnehmen. Ja, und ich wollte jetzt einmal die Schränke hier leer machen. Bitte erschreckt euch nicht. Die sehen wirklich sehr schrecklich aus. Ich fange hier unten erstmal an. Ja, dann gucke ich, was wir mitnehmen und was wir hier lassen. Also am liebsten würde ich ja alles mitnehmen, aber ja, wie gesagt, wir haben nicht so viel Gewicht. Also ich werde alles in diese Kisten packen. Diese Kiste ist für meine Nichten und das ist das, was ich mitnehmen werde. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Das benutze ich eigentlich super selten, aber da ich meine Haare direkt wieder blond färben werde, wenn das Baby geboren ist, nehme ich das mit. Oh Gott, ich habe hier noch so ein Silbershampoo. Oh Mann, ich wusste, es wird schwer. Trockenshampoo habe ich eigentlich noch nie benutzt, also brauche ich nichts. Ja, so ein Kokosöl. Was ist das? Oh Gott, hier sind so viele Sachen drin. Das ist unglaublich eklig hier. Es tut mir leid, Leute, dass ihr euch das angucken müsst. Ich weiß nicht. Ja, genauso wie diese ganzen Selbstbräuner, die ich gekauft habe und noch nie benutzt habe. Aber die werde ich wahrscheinlich in Dubai auch nicht brauchen, weil es dort immer warm ist. Deswegen kriegt alles meine Nichte. Sowas kann ich wegschmeißen. So eine Peelingmaske. Auch wegschmeißen. Ach, hier ist der Nagellackentferner. Ich habe den gesucht. Dann das hier bekommt auch meine Nichte.
Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das habe ich erst vor kurzem gekauft. Duschgel, das werden wir brauchen. Ich weiß ja nicht, nehme ich mit. Das Dreck. Oh Gott, hier ist alles ausgelaufen. Olaplex nehme ich auf jeden Fall mit. Das bekommt meine Nichte. Das bekommen meine Eltern. Ich muss das erstmal gleich alles waschen. Das bekommt dann auch meine Nichte. Hier sind einfach Kontaktlinsen, also blaue. Die hat mein Bruder mir geschenkt. Früher als Kind habe ich immer Kontaktlinsen getragen, weil ich meine Augenfarbe echt doof fand, also meine braunen Augen. Aber jetzt traue ich mich nicht mehr, sie reinzumachen, weil ich Angst habe, dass sie die Augen kaputt machen. Früher habe ich aber einfach nicht nachgedacht. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist das Shampoo von den Kindern. Ja, so Styling-Gel packe ich auch weg für meine Nichten. Handcreme benutze ich auch nie. Das werde ich wahrscheinlich noch zu Ende brauchen. Dann einmal Fußbutter kriege ich auch meine Nichten. Ich muss auf jeden Fall noch einiges kaufen. Sowas wie mein Deo. Ich weiß nicht, ob es in Dubai mein Deo gibt. Ich benutze nur ein einziges. Zahnpasta auf jeden Fall auch, weil wir auch immer nur das eine benutzen. Oh mein Gott, alleine das schon wiegt bestimmt so 5 Kilo. Oh meine Güte, ich glaube, mein Plan wird nicht aufgehen. Ich kann doch nicht so viel mitnehmen. Och Mann, was machen wir denn? Ich weiß es nicht. Oh, ich bin gerade einfach ein bisschen überfordert, weil ich nicht weiß, wie ich weitermache. Okay, also das sind jetzt die Sachen, die wir alle mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob wir das alles mitnehmen können, weil es wirklich sehr schwer ist und da kommen auf jeden Fall noch Sachen dazu. Wie gesagt, ich muss noch die Zahnpasta der Kinder kaufen, unsere Zahnpasta, weil es die dort wahrscheinlich nicht gibt und das bekommen dann meine Nichten. Ey, das wiegt bestimmt so 8 oder 9 Kilo. Ach so, ja, und da kommen die Sachen von meinem Mann noch dazu. Also das alles, alleine das wiegt schon 5 Kilo. Ich weiß echt nicht, wie wir das machen wollen. Ich glaube, im Notfall müssen wir wirklich alles hier lassen und neu kaufen. Und diese Kisten habe ich gewaschen, die bekommt dann meine Mama. Ja, die nimmst du auf jeden Fall mit. Die ist mega schön. Diese hier. Ja, aber was ist denn hier denn rein? Das ist einer der schönsten, die ich überhaupt habe. Hä? Nee, stimmt doch gar nicht. Die andere ist viel schöner. Nein, die ist hässlich. Diese? Ja, die ist hässlich. Diese mit grün? Ja, hässlich. Bist du wahnsinnig. Die nehme ich mit, oder was? Ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Also das müsste alles mit. Das sind jetzt die Klamotten der Mädchen. Im Schrank hängen noch mehr Klamotten. Das sind auch so ein paar Kuscheltiere. Die wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist dann die Puppenkleidung. Das ist nochmal meine ganze Kleidung. Das ist nochmal meine ganze Kleidung, die mitkommt. Das muss mit. Das muss alles mit. Ja, hier ist das komplette Chaos ausgebrochen. Die Kinder haben hier gestern gespielt. Das Haus wollte ich eigentlich total gerne mitnehmen, weil das hat der Patenonkel ihr geschenkt. Aber ja, müssen wir mal gucken. Genauso wie den Spielplatz, den wollte ich auch mitnehmen, weil der war echt teuer. Aber kommt darauf hinaus, dass wir das wahrscheinlich verkaufen müssen. Ja, die Toni-Box kommt auf jeden Fall mit. Dann muss das alles mit. Meine Parfüms, die stehen noch unten. Hier ist auch alles voll. Na super, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Das müssen wir alles mitnehmen, komplett. Und das hier auch alles. Und das bitte nicht vergessen. Das auch nicht vergessen. Gucken wir mal, wie du dich benimmst. Bis jetzt verdiene ich noch die Brötchen. Genau, den wollen wir auch mitnehmen. Und mein Fahrrad. Okay, Leute, es ist soweit. Wir buchen jetzt die Flüge. Und ihr seid dabei. Und er fliegt, fliegt, fliegt. Wie ein Flieger. Ich kenne weitere Wörter nicht, deswegen habe ich aufgehört. Deswegen helfe ich dir ja auch. Jawohl, der Flug ist gebucht. Jetzt muss ich nur noch die Unterkunft buchen und dann können wir los. So, jetzt muss ich schnell die ganzen Daten hier eingeben. Leute, hier ist so ein Chaos. Ich glaube, ich zeige euch das nicht. Das ist so heftig schlimm. Okay, doch, ich zeige es euch. Der Fahrrad steht hier drinnen. Wir müssen den gleich auseinanderbauen. Ja, das haben die Kinder gestern gemacht. Haben wir noch nicht aufgeräumt, da steht mein Fahrradkarton. Ja.
So Leute, die Flüge sind gebucht. Ich habe gerade so Herzrasen. Ich habe so Angst einfach. Ich musste gerade die Sitzplätze aussuchen und dann habe ich den Namen des Flugzeuges gesehen. Und ich bin so am Zittern. Ne? Ich habe ja wahnsinnig Flugangst. Ich habe dann das Flugzeug gesehen. Und das ist das allererste Mal, dass wir mit so einem riesen Flugzeug fliegen, wo wirklich super viel Platz ist. Ja, ich habe einfach nur wahnsinnige Angst, ey. Ich kann mich gerade einfach nicht darauf freuen. Ich gehe jetzt erstmal duschen, mache mich frisch, ziehe mich an und dann werde ich hier weitermachen mit Regale ausräumen. So, fertig mit Duschen. Die Kleine ist noch am Duschen, die spielt dort. Die Große ist unten und spielt Tablet eine Stunde. Und solange mache ich hier oben weiter. Boah, Leute, die Kamera, die zittert total. Ich kann diese Tage jetzt hier absolut nicht genießen, weil ich die ganze Zeit an den Flug denken muss. Das ist auch so, wenn wir in die Türkei fliegen für 10 Tage Urlaub. Ich kann diese 10 Tage nicht genießen, weil ich am ersten Tag schon daran denken muss, wie wir zurückfliegen. So krass ist meine Flugangst. Puh, Gott, ja. Egal. Nützt nichts. Wir müssen es weitermachen. Das Zimmer ist jetzt hier auch schon fast leer. Meine große Tochter, die war richtig traurig wegen ihrem Bett. Das wurde gestern abgeholt. Kann ich aber auch verstehen. Sie weiß ja nicht, was auf sie zukommt. Sie sieht ja nur, dass ihre Möbel verkauft werden. Achso ja, und ich werde euch jetzt nicht mehr am Ende des Videos grüßen, sondern in der Mitte des Videos. Ich werde jetzt nicht dieses übliche Ende machen mit einem wunderschönen Abend und bis zum nächsten Video, weil ich ja vorhabe, jetzt wirklich fast jeden Tag zu vloggen, sobald es mir möglich ist natürlich. Und ja, deswegen wird es dann immer so eine Fortsetzung einfach geben. Also so sieht momentan das Zimmer der Mädchen aus. Leute, bitte erschreckt euch nicht. Hier sieht es wirklich sehr, sehr schlimm aus. Aber Leute, wir wandern in ein paar Tagen aus. Ja, das Bett. Ich hoffe, das wird jetzt noch abgeholt. Aber als allererstes mache ich das fertig, weil der Schrank wird heute abgeholt. Und Gott sei Dank habe ich hier noch so eine Foto-Dings. Und da kann ich die ganzen Sachen aufhängen. Ich zeige euch das gleich mal. Das nächste Musiker nach der Geschichte. Okay. Und ich sehe mein Musiker. Okay, Musiker. Nee, dann. Tony-Box. Ja, die Tony-Box noch. Also ich muss sagen, es fühlt sich alles irgendwie sehr komisch an, sehr bedrückend. Ach, Mann. Aber ich glaube, das ist auch einfach meine Flugangst gerade, die mir ja so das Gefühl gibt. Also ich muss sagen, da ist jetzt nicht nur Freude bei, sondern auch irgendwie ja Trauer, weil man die ganzen Sachen verkauft, die ganzen Erinnerungen hier. Ja, aber das gehört dazu. So ist das eben. Ich mache jetzt eine kleine Essenspause. Ich habe vergessen, euch das Essen abzufilmen. Das sind einfach Avocado, Eier, Mozzarella und Tomate. Und dabei buche ich jetzt meine Unterkunft oder unsere Unterkunft. So, und jetzt wird die Unterkunft gebucht. Einfach mal, ich habe es erstmal für einen Monat genommen, 3.800 Euro. So sieht gerade der Zwischenstand aus. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Und ich muss essen. Hauptsache. Mhm. So, die erste Schublade. Ich habe hier soweit schon alles ausgeräumt. Nach oben hingestellt. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich bin gerade echt mehr als überfordert. Keine Ahnung. Aber hier kommt der Mann mit der Mülltonne. Schwarze Mülltonne hilft immer weiter. Okay. So, geschafft. Die erste Schublade ist leer. Jetzt kommen wir mal zur zweiten. Die ist genauso vollgepackt. Oh mein Gott, Leute, das ist noch so viel Arbeit und wir haben 6 davon. Ui, ui, ui. Oh mein Gott. Puh. Wenn ich nicht schwanger wäre, hätte ich es nicht geschafft.
fett. Okay, geschafft. Die Schränke sind soweit alle leer. Das bleibt natürlich noch hier. Das sind Windeln. Das essen wir jetzt die letzten Tage noch. Und ja, das nehmen wir auch mit. Ja, und dann haben wir hier auch nochmal alles voller Schubladen. Das meiste ist natürlich schon leer. Ich habe ja... Das nehmen wir alles mit. Ach, habe ich euch schon tausendmal gezeigt. Ne? Das sind so, ja, sind so kleine Krimskrams-Sachen. Das sind die ganzen Plastiksachen von unseren Kindern. Ich glaube, ein, zwei Dosen nehmen wir mit. Die Teller, Pepperwurz-Teller auf jeden Fall. Ja, dann haben wir da noch so ein bisschen. Das lassen wir auch bis zum letzten Tag natürlich. Da ist schon alles leer. Was haben wir hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Achso, genau. Ist auch schon fast alles leer. Leute, ich mache es natürlich sauber. Ne? Das passiert dann schon wieder nach 3 Tagen. Ja, hier sind die ganzen Plastiksachen. Gabelmesser. Das muss natürlich alles bis zum letzten Tag hier bleiben und dann hier. Ja, da wartet noch eine Menge Arbeit auf uns. Ach genau, hier ist auch noch alles voll. Oh mein Gott. Leute, wie soll ich das in 3 Tagen schaffen? Und hier ist alles voll. Das müssen wir alles mitnehmen. Das sind alles Nahrungsergänzungsmittel. Das wäre einfach zu schade, es hier zu lassen. Bin gespannt, ob wir das schaffen mitzunehmen. Und ja, das auch noch alles. Verstellen Sie diese beiden. Das und das. Der Krawall, oder? Ja. Die Tür? Die beiden. Da hast du gesagt, verstellen. Der eine ist zum Make-up verstellen, der andere ist zum hier verstellen. Warte! Kriegst du Baby nicht mehr raus? Doch nicht. Sie will den Karton hochheben. Und wir werden doch nicht alles vergessen, ne? Ist doch super! Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning.